gibt es nur eine Möglichkeit zu gehen. Hier auch. Okay, und da sind wir ja schon. Genau. Zurück auf unser trautes Schiff. Wir können noch ein bisschen rumballern. Okay, es wurde geladen. Nicht, dass jetzt hier doch noch was kommt. Oder es wurde einfach nur hinten in der Hintergrund geladen. Das kann natürlich auch sein. Ja, so war es wohl. Dann mal ab in unser Schiff. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Commander, Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Wir sind starke Skeptiker. Mein Gehirn fühlt sich total geröstet an. Wie würden Sie sich fühlen? Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Du darfst es. Tun Sie es. Aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Irgendwie sieht es ja schon richtig schön aus. Umarmen Sie die Ewigkeit. Das sind genau dieselben Bilder, die uns auch vorhin die andere gegeben hat und unseren Verstand eingepflanzt hat. Es ist ein Notruf. Eine Nachricht, die durch das Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber die Warnung kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder, Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Warum haben Sie uns vorher nichts über Eilos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Eilos der gesuchte Planet ist? Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Eilos erkennen können. Auf geht's. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Spectres allerdings auch nicht. Tali, scheißegal. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat alarmieren. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Sind Sie sicher, dass es an der Verbindung lag? Mir geht es gut. Ihre Rolle bei diesem Vorgang ist passiv. Ich bin diejenige, die tief in Ihren Verstand eindringen muss. Ich muss mich Ihren Gedanken stellen. Das ist schwieriger, als es klingt. Das menschliche Unterbewusstsein reagiert instinktiv ablehnend auf die Verbindung, Commander. Und bei einer starken Persönlichkeit wie Ihnen ist es noch schwerer. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Shepard, Miss Williams, wir drei müssen uns unterhalten. Wenn wir die Situation nicht bald lösen, wird alles noch viel komplizierter. Okay, ich darf mich entscheiden, wer geknallt wird. Was ist hier kompliziert? Ich hoffe, dass wir diese Sache auf zivile Weise klären können. Ich möchte nicht, dass sich die Situation noch verschlechtert. Wo wir beide doch so prima miteinander ausgekommen sind in letzter Zeit. Also... Jemand in diesem Raum hier muss eine Entscheidung fällen. Wir beide sind es jedenfalls nicht. Vielleicht können wir die Situation irgendwie lösen. Ich denke, dass wir das müssen. Ich weiß zwar nicht viel über menschliche Beziehungen, aber ich kenne die Bedeutung der Eifersucht. Eifersüchtig? Auf Sie? Sie sind noch nicht einmal ein Mensch. Vielleicht fühlen Sie sich deswegen verunsichert. Ich bin nicht wie die vorherigen Rivalinnen. Mich können Sie nicht einschätzen. Feindseligkeit ist eine natürliche Reaktion auf das Ungewohnte. Doktor, wenn Sie mir weiter Vorträge halten wollen, werden Sie reale Feindseligkeit kennenlernen. Ein Kampf!
Das nehme ich mal. Ich liebe es, wenn sich die Frauen um mich schlagen. Mir leid, Commander. Diese Fantasie wird nicht wahr werden. Wir sind nicht verheiratet. Wenn du etwas mit diesem Alien anfangen willst, bitte, nur zu. Das geht mich nichts an. Ich gehe auf Risiko. Warum muss ich eine Wahl treffen? Vielleicht könnten wir 3 Jahre... Nur in deinen Träumen. Ich hoffe, dass ihr beide glücklich werdet. Oder ihr alle. Oder wie auch immer. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, ich muss meine Ausrüstung warten. Sie tut mir leid. Ich hoffe, dass sie damit klarkommt. Ich bin natürlich später zu ihr schauen, wenn wir jetzt schon mal wieder alleine sind. Ich werde nachher mit ihr sprechen. Sie soll jetzt erst einmal zur Ruhe kommen. Du hast wohl recht. Tut mir leid, dass ich dich in diese Position gebracht habe. Aber es fühlt sich gut an, dass du mich gewählt hast. Ich denke, wir sollten diese Unterhaltung nicht im Kommraum weiterführen, Shepard. Sie wissen, wo sie mich finden, wenn sie sich privat mit mir unterhalten wollen. Oh ja, du heiße Schnitte. Alien-Schnitte. Bin ja schon gespannt, wie die Paarung aussehen wird, wie bei japanischen Tentakelpornos. Auf jeden Fall werden wir die gleich mal aufsuchen, denn ihr seid bestimmt genauso neugierig wie ich. So, und jetzt bloß runter hier. Halt! Da müsste die Krankenstation sein. Immer noch schwer, sich hier zurechtzufinden. Bin ja auch nicht gerade der Hellste. Du sagst bestimmt eh nichts Neues. So. Und dann mal vorsichtshalber speichern. Und jetzt mal ran in dein Höschen, Süße. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Sie waren sehr verständnisvoll, Shepard. Sehr geduldig. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, dass es einige seltsame Ansichten über mein Volk gibt. Ich kenne die Legende über die Promiskuität der Asari. Aber diese Gerüchte basieren im Allgemeinen nicht auf der Wahrheit. Wenn sich ein Mitglied meines Volkes mit einem Individuum einer anderen Spezies vereint, so ist das ein sehr tiefer und spiritueller Austausch. Wir gehen so eine Verbindung nicht leichtherzig ein. Bei Ihnen klingt das fast mystisch. Eine wahre Einheit geht weit über eine gewöhnliche Verschmelzung hinaus. Es ist eine Verbindung, die das physikalische Universum übersteigt. 2 werden 1. Gedanken und Sinne verschmelzen. Identitäten vermischen sich. Erinnerungen und Gefühle verweben sich miteinander und werden zu einem einzigen, verzückten Ganzen. Es ist mit keiner anderen Erfahrung zu vergleichen. In gewisser Weise kann dieses Ereignis das ganze Leben verändern. Das hört sich richtig super an. Wollen Sie damit sagen, dass Sie... Oh nein! Ich bin nicht besonders gut darin, was? Tut mir leid, Shepard. Ich wollte Ihnen bloß erklären, warum ich so zurückhaltend gewesen bin. Die Verbindung ist mehr als bloß Sex. Sie ist das Lebensblut meiner Spezies, die Art, auf die wir uns vermehren und als Gesellschaft wachsen. Darum habe ich nie... Ich meine, darum müssen wir uns unsere Partner mit großer Sorgfalt auswählen. Moment mal, wollen Sie damit sagen, dass dies Ihr erstes Mal ist? Ich bin erst 106 und nach Asari-Maßstäben damit gerade erst erwachsen. Und ich habe den Großteil meiner Zeit mit meiner Forschung verbracht. Ich habe nie wirklich daran gedacht. Erst als ich Ihnen begegnet bin. Sie sind für mich etwas Besonderes, Shepard. Aber nach allem, was geschehen ist, Saren, die Geth, die Reaper, weiß ich nicht, ob wir bereit dafür sind. Ich gehe aufs Ganze wie immer. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Begierig ist nicht dasselbe wie bereit, Shepard. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wir müssen unsere persönlichen Gefühle ignorieren und uns darauf konzentrieren, Saren aufzuhalten. Ich wünschte, es wäre anders, aber wir müssen alle Opfer bringen. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Nein, ich gehe. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard.
So, und jetzt kümmere ich mich noch um Ashley. Und dann wird hier wieder das Universum gerockt. Aber ich denke mal, bei Ashley werden wir uns jetzt noch eine richtig dicke Keule abholen. Denn die hat sich ja schon relativ stark reingesteigert. Ups, wir müssen ja runter. Relativ reingesteigert, was die Beziehungen angeht. Richtig eifersüchtige Britschen, Schäßen. Ist Ashley anscheinend. Da kann man ja Schätzelein. Ja, dann komm mal her, komm mal her. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich habe noch bis morgen Urlaub. Ich wollte gerade einen trinken gehen. Es gibt was zu feiern. Falls Sie mitkommen möchten. Gibt's was zu feiern? Heute ist Gedenktag. Das Ende des Erstkontaktkrieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer. Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? Spielst du deine Spielchen mit mir? Ich spiele nicht immer Spielchen. Ich bin General Williams Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Erzähl mir nicht, dass du dafür die Schuld kriegst. Offiziell nicht. Mein Vater wurde ständig bei den Beförderungen übergangen. Und ich würde auch für mehr taugen als für Garnisonsaufenthalte in entlegenen Landwirtschaftskolonien. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Du auch, Süße. Er weigerte sich, seine Männer zu opfern, nur damit die Menschheit ihr Gesicht bewahren kann. Hast du vor, dich in ein Schwert zu stürzen, nur um seinen Ruf zu retten? Würde das einen Unterschied machen? Er ist tot. Mein Vater ist ebenfalls tot. Wen würde es beeindrucken? Für die Allianz wäre es nie gut genug. Nur damit du es weißt. Willst du mich von deinem Schiff werfen, Skipper? Vergiss es. Du bist zäh und entschlussfreudig. Ich weiß diese Qualitäten zu schätzen. Betrachte mich lieber als eine Rakete, die man abfeuert und vergisst. Außerdem muss ich noch einiges erledigen, bevor wir landen. Und du doch bestimmt auch. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre. Okay. Also ist noch nicht bereit, über die Gefühle zu reden. Die eifersüchtige Schruller. Gut, wollen wir nach oben fahren und auf Eilos fliegen? Oh ja. Und da geht, denke ich, dann mal die Party ab. Da steppt der Bär. Da fliegt die Kuh. So. Ach, ich werde jetzt aber trotzdem mal eine kurze Pause einlegen. Kann euch ja egal sein, ich stelle mich hier hin. Und dann sehen wir uns bald wieder.